Spielerisch konnten South Park-Titel bisweilen noch nicht zurecht punkten. In Sachen Humor, der Serienvorlage sei Dank, dafür umso mehr. Weit unter die Gürtellinie geht's auch in Stab der Wahrheit und damit's auch mit dem RPG-Gameplay klappt, setzte der inzwischen insolvente Publisher THQ die Entwickler von Fallout New Vegas ans Spiel. Den Publisherwechsel zu Ubisoft hat Obsidians South Park der Stab der Wahrheit gut überstanden, wie die ersten Minuten des Spiels zeigen. Wir sind der Neue. Come on, son, get out there, make friends. Unsere Eltern schicken uns los, um Freunde zu finden. Und die finden wir auch. You shall die by my Warhammer, Drow Elf. Hey, I banished you first. Haha! Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. My name is Butters the Merciful. We should be friends. Doch die Richtigen sind es nicht. Butters bringt uns zum dicken Cartman, der uns als Wizard King vorgestellt wird. So, you are the new kid. Schnell erklärt man uns, worum es eigentlich geht. Darum. The Stick of Truth. Den Stab der Wahrheit. Wer den Stock besitzt, kontrolliert das Universum, heißt es. Dummerweise verschwindet das Stück Holz nach einem Angriff der Elfen spurlos. Jetzt müssen wir uns zusammen mit unseren neuen Freunden aufmachen, um Stöckchen zu suchen. Aber zurück zur ersten Begegnung mit Cartman. Der verpasst uns gleich einen Namen. You entered Douchebag, is that correct? Very well, Douchebag. Zu Deutsch sind wir jetzt also der Obertrottel. Gut, hätte uns auch schlimmer treffen können, immerhin haben wir jetzt einen Spitznamen. Und wir dürfen uns eine Klasse auswählen. Bei Clyde holen wir uns nun eine Waffe. Hier schon zu sehen die große Auswahl und die levelgebundene Freischaltung stärkerer Waffen. Im Anschluss daran rüsten wir uns die eben gekaufte Waffe über Douchebags Smartphone-Menü bzw. das Inventar aus. Cartman erklärt uns nun tutorialmäßig einige Dinge zum Kampfsystem, das etwas an alte Final Fantasy-Teile erinnert. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. Es ist rundenbasiert und wir können aus unterschiedlichen Attacken wählen. Dann folgt ein simples Reaktionsspielchen. Drücken wir im richtigen Moment die vorgegebene Taste, verdoppelt sich der Schaden. Selbiges funktioniert auch in der Verteidigung. Soweit, so gut. Das Kampfsystem funktioniert 1A und dürfte durch viele verschiedene Waffen und neue Fähigkeiten immer interessanter werden. Fraglich ist allerdings, ob das Spielprinzip die komplette Zeit über zu unterhalten vermag, zumal das hier gezeigte nur die ersten 13 Minuten des Spiels umfasst und damit kaum die Qualität der Kämpfe später im Spiel zeigt. Ebenfalls offen ist, wie tiefgründig das Rollenspielsystem ist, das wir hier nur in Ansätzen gesehen haben. Spätestens am 6. März finden wir das heraus, dann nämlich erscheint South Park, der Stab der Wahrheit, für Xbox 360, PlayStation 3 und PC. Using your ability takes power points, or PP for short. PP.